Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal an diesem mega Video-Wochenende, muss ich so sagen. Auch wenn jetzt das Video vielleicht erst Montag oder Dienstag rauskommt, ich weiß es noch nicht. Ich habe das Wochenende viel produziert und zum krönenden Abschluss für das Wochenende gibt es heute Kalb Tomahawk Steaks oder nee, nennen wir anders, sagen wir Tomahawk Steaks vom Kalb mit einer Pilzpfanne und leckeren Butterkartoffeln. Die Butterkartoffeln macht Schatz in der Küche, das braucht man nicht zeigen, aber das Pilzpfännchen und die Tomahawk Steaks, die werde ich schön ins Video mit reinnehmen. Schau mal darüber, was wir alles benötigen. Noch liegt nichts, aber gleich. Und darunter natürlich auch die Steaks. Und dann fange ich auch schon an mit den Vorbereitungen. Auf geht's. Freunde, dann wären wir schon bei der wunderbaren, herrlichen Übersicht. Hier drei wunderbare Kalbs Tomahawk Steaks. Ja, das ist halt eine Sache, mal wieder. Ich habe ja gesagt, es kommt noch ein richtig geiles Video. Die packe ich aber jetzt gleich nochmal in die Kühlung, bis sie auf den Grill nachher kommen. Und was haben wir hier Tolles? Zwei Scheiben schönen Schinken. Bauchspeck-Bacon wäre mir natürlich lieber gewesen, aber ich habe leider nur noch diesen Schinken vom Taki da. Verdammt, jetzt mache ich schon Videowerbung für den. Macht nichts. Lecker Big Tuck Barbecue Bacon, Schinken. Jo. Was haben wir noch? Schalotten. Schatzi ist gerade schön am Schälen schon. Dann habe ich Champignons, Pfifferlinge für die Soße oder die Pilzpfanne. Da werden eben die Schalotten noch reingehäckselt. Dann habe ich hier einen Schmand. Dann habe ich mir von Tellofix die Feinschmeckersoße zum Braten geholt, die dunkle. Ich finde die sehr gut. Dann an Gewürzen brauchen wir eigentlich bloß noch einen guten Grillpfeffer. Ich nehme den vom Klaus. Paprika und das Salz. Und natürlich zum Anbrutzeln. Ja, am Butterschmalz. Und hier haben wir noch einen schönen Rettich. Den tun wir auch dazu essen. Der ist schon geschnitten und gesalzen. Ich werde jetzt alles klein schnibbeln an den Zutaten. Mir in die Schale rein. Alles komplett vorbereiten, inklusive Butterschmalz. Und dann gehen wir raus, sehen wir uns draußen. Oh Schatz, du bist heute so gut zu mir. Alles soweit klein geschnippelt. Schalotten und Schinken sind hier drin mit ein bisschen Butterschmalz. Das brutzeln wir zuerst an. Dann hauen wir die Pilze dazu. Ja, und die Zutaten nehmen wir auch mit raus. Und ja, was soll ich sagen? Leute, wir gehen raus an den Grill. So, die Kohlen glühen vor und da hinten steht schon die Pfanne drauf und auf diesen Schuhschränkle, das irgendwann einmal hoffentlich reinkommt, habe ich mir die Zutaten aufgebaut. Ich habe übrigens Salz und Paprika drin gelassen, das lassen wir jetzt weg. Ich glaube nicht, dass wir das unbedingt benötigen, weil der Schinken ist doch gut salzig. Ja, und der Grillpfeffer muss ausreichen und ich würde sagen, ich heize jetzt die Pfanne vor und dann können wir schon loslegen. Langsam wird sie warm und wie gesagt, zuerst brutzeln wir uns hier unseren Butterschmalz an. Nee, den lassen wir schon natürlich schmelzen. Hauen dazu unseren Schinken und unsere Schalotten mit rein. Und was soll ich sagen, ich habe wahrscheinlich die kleine falsche Pfanne gewählt. Ich habe die kleine genommen, hätte wahrscheinlich die große nehmen sollen, aber Pilze schrumpeln ein. Sollte nachher kein Problem geben. Ich schmor die jetzt soweit an, die Zwiebeln und den Schinken. Das hätte ich fast wieder Bacon gesagt. Und dann können wir die Pilze reindonnern. Und dann können wir es erst einmal wieder abschalten und unsere Steaks soweit vorbereiten. Die müssen ja eigentlich auch bloß gegrillt werden. Ach so, und was ich vergessen hatte, noch ein bisschen frischer Petersilie. Der kommt ganz am Schluss dann noch, ja, einfach drüber. Ein bisschen später, sieht gut aus, können wir unsere Pilze mit reinwuchten. Die werden ja noch einschrumpeln. Und wenn die dann, ja, eingeschrumpelt sind, alles,
Soweit gut. Dann werden wir die Pfanne erst einmal wieder ausschalten, damit man dann nachher dann wieder weitermachen kann. Ja, ich sagte ja, die Pfanne ist vielleicht doch etwas klein, zumindest am Anfang. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Ich weiß zwar noch nicht wie. Aber irgendwie geht alles, wenn man nur will. Und so lassen wir die jetzt richtig schön anschmoren. Dann wären wir jetzt mit dem Pilzpfännchen so weit, dass ich es ausschalte. Und was ich jetzt gleich noch machen kann, bevor ich es nachher vergesse, ist ein bisschen was von dem Grillpfeffer drüber. Da ist ja, so viel ich weiß, auch ein bisschen Salz mit drin. Dann reicht es zu 100%. Harmonisch abgestimmt mit rosa Pfeffer, Beeren, Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Steinsalz und ein Hauch Muskatblüte. Jawohl. Und nachher dann geht es eben mit dem Pilzpfännchen einfach weiter. Ja, wenn die Steaks auf dem Grill sind und fast fertig. Juhu, es ist soweit. Leute, ich grill jetzt die Kalbs Tomahawk Steaks erst einmal direkt vor, ohne irgendwas zu würzen, ohne alles. Und es könnte durchaus sein, dass sie heute komplett durchgebrutzelt werden, aus Solidarität, weil wir ja jemanden dabei haben, wo Fleisch wirklich nur komplett durchgegart ist. Aber in der Zwischenzeit können wir hier schon wieder weitermachen. Wie gesagt, es wird ein Pilzpfannensüßchen. Ja, komm. Also wie viel ich von dem hier jetzt brauche noch, sehen wir gleich. Ich schmeiße jetzt mal 3 Löffelchen rein. Und dann kommt ja auch noch der Schmand mit hinzu. So, und nebendran geben die Tomahawk Steaks Rauchzeichen. Da schauen wir jetzt mal nach. Ja, fällt mir gut. Hier köchelt es so langsam auf. Ich denke, da kann man fast noch ein Löffelchen dazugeben. Mmh. Geil. Passt. Wunderbar. Brauchen wir nichts mehr. Dann wucht man gleich unseren Schmand hinzu. Und dann kann ich den Seitenbrenner schon wieder ausmachen. Soll es zu sehr abkühlen, kann man ja nachher noch mal anmachen. Ja. Wieso habe ich da noch so Schmandbrocken drin? Die sollten sich natürlich auflösen. Tja, und dann heizt es bloß noch. Warten, bis die Tomahawks fertig sind. Und unsere buttrigen Butterkartoffeln. Die sind fertig. Die sind fertig? Sehr geil. Oh, Leute. Sieht das nicht geil aus? Wow. So, und jetzt werden sie noch mal
gedreht. Und zwar in die andere Richtung. Boah. Boah. Ja, Leute, ich halte gerade die Camplo so in der Hand. Boah. Und kriege natürlich deswegen den Rauch voll ins Gesicht. Aber das ist egal. Ach so. Hauptsache, ihr kriegt geile Aufnahmen. Jo, nachher noch einmal so umdrehen. Plopp. Und dann müssen sie schon fast fertig sein. Also das mit dem Durchgrillen nochmal. Nicht, weil sie das durchgegrillt möchte, sondern eben, weil sie muss. Und muss ich ja jetzt, glaube ich, nichts mehr dazu sagen, wieso, weshalb, warum. Ja, die brauchen schon noch ein bisschen. Die haben definitiv noch zu wenig. How much? Knapp 60. Oh, der Rettich stinkt wie Furz. Der Rettich stinkt wie Furz. Naja, ich ziehe sie auf alle Fälle nochmal kurz in den indirekten Bereich. Und da lassen wir sie dann komplett gar ziehen. Und wenn ich sie vom Grill runternehme, hole ich euch natürlich dazu. So Leute, das erste kommt runter. Ja, das kriegt jetzt auch endlich schön Farbe. Und das hier ist jetzt für Schatzi, die hat gesagt, sie möchte es gleich haben. Gut, dann bringe ich ihr das am Tisch und dann gucken wir mal an, wie sie ihren Teller anrichtet. Oder angerichtet hat. Jetzt beschimpft mal meine leckere Pilzpfanne nochmal. Du darfst es ruhig sagen. Patricia kriegt einen Lachkrampf hier. Komm, sag das nochmal. Also ich habe gesagt, das schaut aus, wie wenn einer Bräckerlöck gespielt hat. Na, vielen Dank. Bräckerlöck lacht. Vielen Dank. Weiber, ich sag bloß Weiber. So, und jetzt schneid uns gefälligst das Steak an, damit wir das sehen. Aber lecker, lecker sind sie. Ach so, lecker sind sie? Na, wenigstens etwas. Anschneiden. Wir haben es gleich gedacht, also. Jetzt fange ich auch noch zum Lachen an. Ja, ich glaube, da kann ich die anderen auch schon fast runternehmen. Ich kann schon da tun. Jo, Leute. Aber lassen Sie sich sehr gut schneiden, also ist nichts zäh. Da drüben steht der Grillpfeffer, gell? Mm. Die sind nicht gewürzt. Mm. Leute, ich schwöre, irgendwann kommt sie heim, will was zum Essen, sage, steht auf dem Grill, da macht sie den Grill auf und dann steht nur eine offene Dose Ravioli im Grill drin. Mann! Jo. Ich muss dann aber dann im selben Augenblick an der Schädel ziehen. Die ist wieder. Die ist so gut zu mir. Und das letzte ist für die Patricia. Legen wir nochmal auf Glut. Also ich würde sagen, das ist jetzt auch für Patrizias geeignet. In anderen Umständen. Ich habe mir mein Tellerchen jetzt so richtig schön vollgeladen und das ist geil. So, und jetzt gibt es erst einmal ein richtig schönes Probierle. Erst einmal von den Pilzpfännchen. Hm. Lecker, wirklich lecker. Mit den Butterkartoffeln dazu. Ja. Geil. Dazu ein bisschen Rettich essen. Wunderbar. Wunderbar.
Wir essen jetzt und nachher noch das Fazit. So, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Die Patricia brauchen wir heute gar nicht fragen. Der Kugel hat es irgendwie heute gar nicht geschmeckt. Liegt wahrscheinlich wirklich hier an der Kugel. Mir persönlich hat es verdammt lecker geschmeckt. Fand es wirklich stimmig. Herrlich. Auch wenn Schatzi meine Pilze etwas verunglimpflicht hat. Aber geschmeckt haben sie dir? Ja, waren sehr gut. Wie war der Rest? Das Fleisch war genial. Fleisch war genial. Mhm. Ja, so. Und an meine Kartoffeln konnte ich ja nichts falsch machen. Und Rettich ist nicht mein Ding. Ja. Also so ein Kalbs-Tomahawk-Steak, das hat was, das kann was. Sehr lecker. Dazu die leckere Pilzpfanne, zum Nachmachen empfohlen. Tja, dann haben wir wieder ein Video dieses Wochenende fertig gebracht. Leute, Daumen nach oben, würde mich freuen. Nette Kommentare, Abos natürlich. Und teilt die Videos, dass ich noch mehr Aufrufe bekomme. Was mich persönlich dann nochmal extrem freuen würde. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschaikowski.